Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Assassin's Creed 2. Ich bin der, der sich nicht zuerst nennen wird. Neben mir der Lukas alias Green Panda. Und der, der sich nicht zuerst genannt hat, ist der Leo alias Len 16. Gott sei Dank. Knapp was. Ganz knapp, ja. Hey, da gibt's jemanden mit einem Brief. Ja, das ist eine Botenmission. Aber die will ich jetzt nicht machen. Ich will jetzt zu dem Ausrufezeichen. Möglichst ungesehen und schnell. Ich mag Ausrufezeichen! Die rufen alle so schön aus! Ausrufezeichen. Ah ja, ich habe es gerade nachgeschaut. Signoria ist eine autokratische Herrschaftsform, genau. Vor allem in Städten. Nord- und Mittelamerika. Italien. Nein, Italien. Wow! Was war denn das? Das war eine mexikanische Abroll. Technik. Ach komm, nein. Tja, das ist nicht beklaut, wenn nichts passiert. Mexikanisch Amazon. Was? Wenn du nicht mehr weißt, was du sagen sollst, Amazon. Ruckel, ruckel, ruckel. Klar. Ruckel die Katz. Wieso ruckelst du denn gerade so sehr? Ich will nicht, dass es ruckelt. Hör auf zu ruckeln. Das ruckelt echt krass. Hör auf zu ruckeln. Vielleicht der PC zu warm, kann das sein? Nee. Das ist nicht der Fall. Oha. Boy. Ah, nee. Ja, es geht so. Komm, hör auf zu ruckeln. Ich will nicht, dass du ruckelst. So. Kommt und seht, was meine Galerie zu bieten. Ruckelt immer noch. Ruckelt noch. Ich verstehe nicht, wieso es ruckelt. Ehrlich gesagt. Ich habe Devotionalien hier für die Wirtschaft von untreuen und diebischen Mörder vergeben. Es ruckelt einfach. Es ist Schweine. Es ruckelt. Hallo, Vorsicht, da sind Waffen. Danke. Ey. Geh mal zum Dottore. Weißt du was? Nee. Ich drehe jetzt die Maus erstmal nach rechts unten. Und fortsetzen. Nö, macht's nicht besser. Warum der Tore? Ups. Du hast einen Mint beklaut. Sag mal, schämst du dich nicht? Das war unabsichtlich. Vielleicht muss ich hoch hinaus und dann ruckelt's nicht mehr. Wieso ruckelt's? Ich könnte gerade kotzen, ne? Bitte weg von mir. Schau, jetzt ruckelt. Hab's gerade kurz nicht geruckelt. Ich schau mal in den Himmel, dann ruckelt's nicht. Echt? Tatsächlich? Ah. Weil es dann nicht zu laden hat. Kann sein, dass es gerade wirklich ein bisschen warm ist. Es ist auch ziemlich warm hier drin. Ja, das merkst du so nicht, wenn du Hand drauf hältst. Also ich habe schon gespürt, dass es da ein bisschen wärmer wird. Wirklich? Es wird wärmer? Über einer Grafikkarte? Echt? Habe ich noch nie gehört. Die mehr Strom zieht als der Rest vom Rest. Als der Rest vom Rechner? Der Rest vom Rest? Ja, genau. Genau der. Genau. Ich mache hier erstmal den Aussichtspunkt direkt vor unserem Zielort. Macht Sinn, oder? Erkennt man überhaupt gar nicht, wo der Zielort ist, ne? Was ist denn das für ein Gebäude? Das ist ein Turm. Ah, ich meinte das dahinter. Das dahinter? Kleinere. Das rot verzierte. Yep. Da, wo wir hin müssen. Yep. Erkennt man gar nicht, ne? Nee. Dass wir da hin müssen. Nee. So, jetzt hat sich der PC wieder gefangen. Er ist wieder auf den Boden der Tatsachen angekommen. Ja. La Rosa Colta. La Rosa Colta. Colta weiß ich nicht, was das heißt. Colta. Da ist aber ein Auge dran. Da ist ein Auge dran. Ja, aber da kann ich jetzt noch nichts machen. Na gut. Ah, okay. Ich glaube, das ist das falsche Gebäude. Nein. Nein, das ist es. Es ist eine Freude, euch kennenzulernen, Messer Ezio. Annette hat eine hohe Meinung von euch. Ich ahne, warum. Danke für die netten Worte, Madonna. Aber bitte, nennt mich Paola. Danke, dass ihr meiner Familie euer Haus öffnet. Das war ja wohl das Mindeste. Ihr müsst müde sein. Wollt ihr... Nein, danke. Ich kann nicht bleiben. Warum? Was wollt ihr tun?
Ich töte Uberto Alberti. Ich verstehe eure Lust nach Rache nur zu gut, aber der Gonfaloniere ist ein mächtiger Mann. Ihr seid kein Mörder, Ezio. Spart mir die Ansprache. Aber ich kann euch zu einem machen. Und wieso wollt ihr mir beibringen, zu töten? Das nicht. Ich bringe euch bei, wie man überlebt. Kommt. Oh. Anpassung, die Methode der Kurtisanen lernen. Okay, das heißt, wir werden jetzt zum Gigolo umtrainiert. Schauen wir mal. Diskretion alles. Wir müssen uns frei bewegen. Gesehen, doch unbemerkt. Ihr müsst lernen, unterzutauchen und eins zu werden mit der Menschenmenge in der Stadt. Meine Mädchen zeigen euch wie. Also in dieser Umgebung klingt es eher nach Orgie. Es ruckelt schon wieder. Tauchen Sie in einer Gruppe wir unter. Wir werden uns gut um dich kümmern. Gefällt dir, was du siehst? So, wir dürfen wahrscheinlich nicht erkannt werden, ja? Für die Wachen unsichtbar zu sein. Nein, Dreiergruppe reicht nicht. Ich dachte immer, zwei Leute reichen schon. Er sieht mich. Da kommt keine anderen. Oh Gott, ich bin im Arsch. Es ist alles im Arsch. Oh nein, da steht die Vierergruppe. Ja. Schon gemerkt. Ich find's so gut, wie du dich einfach nur dazwischen stellst. So, genau in die Mitte zwischen sie alle. Ich stell mich in den Türkenkreis. Schubskreis! Also Türkenkreis sollte jetzt keinesfalls angreifend gegenüber den Türken gewesen sein, sondern so haben wir das damals genannt. Das war die härtere Version des Schubskreises. Oh, okay. Und warum habt ihr das gerade Türkenkreis genannt, hä? Ich weiß es nicht, weil meine Freunde damit angefangen haben. Ich weiß es nicht. Sie ist einfach Türkenkreis. Oh nice, das ist nützlich. Mhm. Das ist cool, wie du auch auf der Bodenfläche siehst, wie sich das verändert. Richtig. Da sieht man genau, wo man überall geschützt ist. Es ist allerdings nur im Animus zu sehen. Er hat es, glaube ich, damals nicht gesehen. Ah, okay, gut. Also ich glaube, er ist auch nicht grau geworden, als er in der Masse untergetaucht ist. Ah, ja, woher willst du es wissen? Und alle anderen Menschen um ihn herum. Blöde an Zweier ist, er geht nicht automatisch mit der Gruppe. Na, das ändert sich in den anderen Teilen auch nicht. Ah, okay. Aber ich spoiler ja schon wieder. Oh. Aber das ist ja nichts Relevantes. War kein relevanter Spoiler. Paola, komm mal her. Du hast die richtige Richtung. Ja, du läufst in die richtige Richtung. Ich laufe in die richtige Richtung. Ach, du kennst den Weg ja schon. Ja, ich kenne den Weg schon. Zu wie vielten Mal läufst du den jetzt? Wahrscheinlich das vierte, fünfte Mal. Aha. Genauso wie ein Einser. Einser und ein Zweier sind die zwei, die ich am meisten gespielt habe. Echt? Ja, mit Abstand. Okay. Spannend. Oh. Oh Mist, bei ihr geht es nicht. Oder? Doch. Na, nicht ganz. So. Hey! Wir wissen, wer die Hosen anhat. Nun, da ihr untertauchen könnt, zeige ich euch, was man damit sonst noch so machen kann. Ich zeige euch, wie man stiehlt. Ach, das hat der Leo auch schon erfolgreich gemacht. War durchaus nicht mein... Hä? Was ist noch bei dir? Ja, ich hab's versucht, aber es geht nicht. Ich muss... Leute bestehlen. Wo sind Leute? Es geht mit schnell gehen, oder? Genau, schnell gehen und wenn einfach daneben... Dieb! Hoppala. Dieb! Wenn ihr jemanden bestohlen habt, dürft ihr nicht verweilen. Hilfe! So halte ihn jemand! Ach, das heißt, sehen Sie sich alle an. Das geht nicht mehr. Seid achtsam. Ihr müsst verschwinden, sobald ihr sie beraubt habt. Ja, hab ich doch gemacht. 5 verschiedene Personen bestehlen. Es geht eigentlich immer sehr einfach. 1, 2, 3. Obwohl der eine eher unabsichtlich war, oder? Nee, eigentlich absichtlich. 4, 5. Oh. Ich wollte sie eigentlich nicht bestehlen, aber okay. Ich mach mal das Adlerauge an.
Was glaubst, was erhoffst du dir dadurch, besser sehen zu können? Die lichterne Gestalt der Damen. Okay, so kann man es auch sagen. Wollen wir die nächste Mission beginnen? Ja. Wirklich? Ja, bitte. Ist dir ganz sicher? Mhm. Ihr könnt jetzt gehen, Mädchen. Oh, müssen wir denn gehen? So unschuldig. Der ist süß. Jetzt wisst ihr, wie ihr euch euren Feinden nähert. Nun müssen wir eine passende Waffe finden. Was würdet ihr mir raten? Ah, ihr kennt die Antwort doch bereits. Hey, meines Vaters Klinge und Armschutz. Wie bekamt ihr sie? Indem ich die Dinge einsetzte, die ich euch lehrte. Nicht gerade in einem guten Zustand. Ich nehme an, ihr kennt Leonardo da Vinci. Sie. Aber was hat jetzt ein Maler damit zu tun? Er ist weit mehr als das. Bringt ihm die Teile. Ihr werdet sehen. Bevor ich gehe, eine letzte Frage, wenn ich darf. Natürlich. Warum habt ihr mir so bereitwillig eure Hilfe angeboten, einem Fremden? Auch ich kenne Verrat. Ass im Ärmel. Leonardo in seiner Werkstatt besuchen, da er vielleicht Giovannis Klinge reparieren kann. Machen wir doch. Vielleicht. Ah, man muss schon sagen, diese Damen, die sind durchaus hübsch. Ich finde die Frisur nicht so, ich weiß nicht, anzüglich. Du meinst die so dieses komische hochgekringelte Kätzchen. Eher wie so, ja, weiß nicht. Ich fand aber diese Frisur super. Die ist cool. Die Frau hat echt Stil. Die Frau ist super cool. Ich weiß nicht, ich finde, muss auch ganz ehrlich sagen, also ich finde weibliche Charaktere in Spielen, wenn sie ein schönes Konzeptart haben und schön umgesetzt sind, super toll. Ich rede jetzt absichtlich nicht von geil. sondern wirklich, ich mag den richtig gern. Und nein! Kannst du dich gleich irgendwo verstecken? Die sehen mich eh nicht. Hier gibt's keine Dachstühle mehr. Das ist doch blöd, ne? Ganz selten aber nur. Ja. Nicht mehr so wie im Einsatz, also auf jedem zweiten Dach. Ich schieße. Wo rennst du denn hin? Ups, hab ich dich geschubst? Oh, das wollte ich jetzt aber nicht. Ich glaube, das Spiel hat sich aufgehängt. Nee. Ah, doch nicht. Sehr cool. Verarscht. Das wäre nicht schön gewesen bei... Well, the troll is strong in this one. Das Aufnahmeprogramm, das ich gerade verwende, ist nämlich angekackt, wenn das Spiel abstürzt, ne? Wieso? Dann kann man die Datei nicht wiederherstellen. Oh. Ach komm schon. Aber ihr wollt mich doch verarschen. Ich glaube, die Folge müssen wir relativ bald beenden. Ja. Ich glaube, ich gehe zu Leonardo und danach passt das. Lass dich gerade ein bisschen nicht falsch. Achso, willst du über die Dächer? Ja, ich will über die Dächer. Ah, okay. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, gell? Man kommt nicht immer über die Dächer. Doch, doch. Ja, ein bisschen am Auge kratzen, dann geht das schon. An den Augenbrauen. Am besten im Flug. Oh. Aber das Herz. Wie mein Herz? Dein Herz? Ich dachte, nee, weil du gerade so... Oh. Nee, das war nicht... Also zum einen, weil ich schon gemerkt habe, es geht daneben. Oder weil ich dachte, es geht daneben, sagen wir es mal so. Und zum anderen, weil ich... Ach komm schon. Vor allem bewegt sich alles, nur er nicht. Das wäre echt mies, wenn so die Wachen hinterherlaufen würden. Ah, lalalala. Erschlagen wir mal schnell. Guck mal, das dreht sich alles und es scheint schön, aber... Er scheint mag es nicht gut zu finden. Nee, genau, was ich... Ach komm, ey, ich fühle mich gerade verarscht. Jetzt ist der Ton auch noch kurz weg gewesen. Nee, ich beende die Folge jetzt dann hier, wenn er sich wieder bewegt. Und sage vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn der dann PC wieder ein vor den, kühler ist. Und dann wieder vor den Toren von Leonardo da Vinci, bevor er die Klinge reparieren wird. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lukas, hast du auch was zu sagen? Arrivederci.